Hallo und herzlich willkommen zurück aus Buchengrund, der modernen Stadt auf Nizidems Ü20 Server. An meiner Seite heute die Melanie. Hallo. Nizidem. Hallöchen. Und der Masmisaim. Ja, wie immer aus dem Off erzählend. Ja, wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier vom Flughafen ein bisschen die Straße lang gedüst und stehen jetzt vor der Klinik. Das ist das Krankenhaus aus der modernen Stadt Buchengrund. Und hier seht ihr schon einen Krankenwagen vor der Tür stehen. Oje. Ja, da werden schon die Kranken angeliefert. Das hat auch Blaulicht, das ist sogar an. Sehr nice. Und hier schon, Ernstes sein. Oh, da ist gerade einer, genau. Der. Oh, da gucke ich gar nicht hin. Angekommen ist und. Ja. Nee, der ist schon weg. Der ist schon weg. Der ist schon wieder weggesprungen. Der ist schon leer, das Bett. Die der sind wurde schon reingetragen. Ja, so. Genau. Naja, zum aber Glück haben wir ja nicht so viele Unfälle hier auf dem Server. Ne? Ja, hält sich noch in Grenzen. Aber sehr schön, der Krankenwagen. Ja. Ja, das ist das Schönste am ganzen Krankenhaus, ist ja der Krankenwagen. Ist er auch, ja. Ich finde das dann auch sehr schön, genau. Und wenn man jetzt einen Notfall hat, wo muss man denn da hin, Lizi? Ja, hier rein, hier ist der Haupteingang, wupp. Und dann kommt man in die Halle. Au, ich bin in die Tür gelaufen. Dann bist du hier genau richtig. Sehr gut. Hier setze ich gleich in den Rollstuhl rein. Können wir dich praktisch da hinschieben. Ja, hier ist die Aufnahme praktisch, ein kleiner Wartebereich noch. Und dann kommt man da zur Aufnahme. Ah. Kleiner Besprechungsraum. Und hier kann man auch untersucht werden. So. Ja, und dann geht's weiter. Also hier ist noch eine Information, wenn man halt jemanden besuchen möchte, der im Krankenhaus liegt und nicht weiß, wo der ist, dann kann man hier zur Information gehen. Aber hier ist wieder keiner. Hier ist wieder keiner, genau. Das ist nicht, echt wo die nur alle hier sind. Ja. Echt so ein roter Faden hier mit dieser Arbeitsmoral. Absolut. Schrecklich. Aber dafür sieht man mit diesem großen blauen I sehr genau, wo die Information ist. Also sehr schön. Genau. Ja, das Ganze habe ich auch ein bisschen offen gehalten hier. Mit Glasdach oben drauf, damit hier Licht reinkommt, sonst wäre es jetzt viel zu dunkel gewesen. Aber das können wir uns nachher noch anschauen. Von oben. Ja. Oder wir hätten hier einen Fackelladen dann. Ja. Ja, auch immer sehr schön. Nee, gefällt mir gut. Und wenn man jetzt hier lange warten muss, gibt es denn noch irgendwo, wo ich mir also was hier zu lesen holen kann? Ja, hier gibt es einen Kiosk zum Beispiel. Ah. Da kann man auch kleine Geschenke kaufen für seine Liebsten. Oh ja. Ein bisschen Spielzeug und Süßigkeiten gibt es hier. Und da hast du Bücher und Zeitschriften, Blumen und naja, hier gibt es auch ein paar Brillanten und Diamanten und solche Sachen. Kann man auch kaufen. Da versteckt sich jemand. Nein, nur. Ja, hier ist noch ein kleines Café, also da kann man dann sich schön die Sahnetorte einverleiben. Oh ja, das ist ja auch gut hier mit. Und Kaffee trinken halt. Mhm. Ja. Ja, ich bin jetzt ganz scharf drauf, hier irgendwelche Patienten in ihr Schicksal zu schieben. Hier ist noch ein kleines öffentliches Telefon. Ich meine, wird ja heute oft nicht mehr gebraucht, aber ich dachte, das gehört einfach dazu. Genau, manchmal ist doch das Handy alle und man hat seinen Akku nicht mehr dabei. Genau, und ich möchte jetzt gerne transportiert werden hier. Ja, okay, dann transportieren wir dich mal. Ja, hier ist der erste Trakt. Krankenzimmer sind hier, draußen sind die Lichter. Wenn hier mal irgendjemand Hilfe braucht, der nicht aufstehen kann, dann kann er auf die Klingel drücken und dann leuchtet ein rotes Lämpchen. Nee. Das sehen wir nachher oben. Oben hat glaube ich, jemand gerufen. Ah. Ich stelle mich mal Olga, ein bisschen so. 2 Meter Krankenschwester. Ja, Krankenbetten. 3 Stück. Wird es draußen dunkel, ja? Nein. Das sieht durch die Fenster so aus. Das war schon mal mit Anja das Thema. Ah, okay. Aber was ich witzig finde, eben ist, dass bei diesen Krankenbetten, eben nicht bei allen hier, aber mitunter eben auch so eine Vorrichtung ist, dass man sich aufrichten kann. Ne? Genau. Wenn man jetzt mit
sag mal, gebrochenem Bein oder so liegt und genau. Ja, manche brauchen das ja, ne? Richtig, Deswegen ist das genau. halt nicht überall so. Sehr schön eingerichtet. Also, ich denke mal, da werden sich alle Kranken wohlfühlen. Haben Na, auch immer ihre hoffentlich. Toilette hier Ich hoffe und ja, Dusche und dass so. es nicht so viele Kranke gibt, ne? Sollen Ja, sich ja nicht, momentan. eigentlich nicht wohlfühlen, die sollen ja schnell wieder raus, ne? Das ist ja so Sinn und Zweck. Da ist was Ja, sie dran, sollen ja. aber gesund rausgehen. Ja. Ja, hier ist das Schwesternzimmer, klein, aber fein. Bisschen Immer durch die kleine Fensterscheibe. Sitzecke auch. Hallo, Schwester Anja. Kuckuck. Ja. So, gehen wir hier gleich weiter. Hier ist ein kleiner Außenbereich noch. Befindet sich aber noch nichts. Ich wollte hier erst Bänke hinstellen, aber die würden dann hier vor den Krankenzimmern stehen und das fand ich nicht so gut. Ist auch doof. Deswegen habe Guck ich mal da, das. ein Kranker. Oh. Ja, genau. Also deswegen habe ich Ja. das halt gelassen. Aber auch von außen sehr schön. Ja, da können wir ja nachher nochmal drum Ja, rumfliegen oder unbedingt. so. Also, muss man mal im Ganzen gesehen haben. Ja. Auf jeden Fall. So, hier geht's zum OP. Und deswegen ist hier auch Jetzt eine wird's kleine ernst. Sitzecke. Da dürfen dann Angehörige warten, wenn sie möchten. Ja, und hier ist halt der Wir warten mal. OP-Bereich. Wir warten mal. Ihr wartet, genau. Nein, wir wollen hier nicht ins Bild laufen. Ja, ihr könnt ruhig reinkommen. Ich habe mich hier an eine Seite gestellt. Ja, hier ist der Narkosebereich. Da wird man dann zum Schlafen gebracht. Hoffentlich wacht man Und danach wieder auf. genau, dann zum Aufwachen hier. Kleiner Aufwachbereich halt. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den OP an. Der ist hier. Hier ist auch schon schwer was los. Oh, wir stören. Oh. Hier ist Girls Day heute, wie man sieht. Es hat wohl nicht so ganz hingehauen. Arme Gehen wir Kaffee Patientin. trinken? Das wird hier nichts mehr. Nee, wirklich. Also, must be sein. Nee, ich glaube, das Wir, ist. das ist nicht so unser Beruf, glaube ich, ne? Hübsch nochmal. Naja, hier ist die Anästhesie praktisch. Ja, also es läuft, man sieht's. Ja, paar Medikamente und Das reicht jetzt auch nicht mehr raus mit Medikamenten, glaube ich. nee, 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 ich glaube Oh, auch. Verzeihung. Ja, das war's dann hier. Jetzt muss ich auf die anderen warten. Da kommen sie. Okay. Schon da, aber ich Jetzt glaube, wir wird's müssten dunkel. erstmal. Wir können ja im Krankenzimmer schlafen. Genau, Sind ja geht mir genug da Betten nämlich. da, zum Richtig, Glück. dann gehe ich mal hier hin. Ups. Im Krankenhaus wird man auch immer so früh geweckt, ne? Ja. Schrecklich. Das stimmt, da ist nichts mit ausschlafen. Nee. Ja, dann können wir eine Etage höher gehen. Da sind auch noch mal Krankenzimmer, noch mal ein Trakt. Hier ist so eine kleine Aktenablage praktisch. Darfst ruhig. Jetzt habe ich aber eine verteufelte Frage. Ja, bitte. Eigentlich Fahrstühle? Für die, die nicht laufen Die können. Frage musstest du ja stellen. Ich wollte tatsächlich einen einbauen und es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Ich hatte das Gebäude schon fast fertig und es war unmöglich. Nee, gibt es leider nicht. Ja, hier hat einer geklingelt, siehst du, und da leuchtet Oh es ja, rot. oh, Notfall. Wo ist Schwester Olga? Naja, das ist hier. Hier sind die Kinder, die klingeln dann doch öfter mal. Das ist ja immer so bei Oh Kindern, die nein, der brauchen. Notfall, er ist weggerannt. Er hat sich bestimmt im Schrank versteckt. Das wird sein. Oder hier? Nee, auf der Toilette ist er auch nicht. Nee. Tatsächlich. Ja, wir haben keine Kranken, ne? Das ist Nee. ganz Wir alle gut. ausgeflogen und die Schwestern und Ärzte auch, außer Genau. die vier Verrückten im Ja. Operationssaal. Aber Ich ja, will da hier auch keine ist. arbeiten. Ja, hier ist Entbindungszimmer. Also hier sind die frisch gebackenen Muttis untergebracht. Das sollen hier die Babybettchen sein, die. Klappten nicht besser. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Kleine Wickelkommode noch. Ja, nee, aber doch sehr schön. Ja. Farbenfroh und ja. Ja, hier ist noch mein Schwesternzimmer. Ja, davon hätten wir ja ganz schön viele von diesen Schwestern, wenn sie denn mal erscheinen würden. Ja. Ja. Ja, und hier geht es dann praktisch nochmal auf.
auf die Empore praktisch. Da kann man dann nochmal runterschauen. Hallo. Genau. Besprechungszimmer. Auch sehr gut. Ja, und hier sind noch Behandlungsräume. Ah. Hier mit Verbandmaterial und ja. Bild, so. Geh rein. Hier ist oh, ja. Behandlungsraum und EKG. Also hier kann man ja, EKG man machen alles. Lassen. Schön dezent hier mit diesen grünen Lappen abgehängt. Yep. Ja. Ja, irgendwie musste man das ja trennen. Ja, ich habe das Grün genommen, weil der Fußboden so sehr hell ist. Und dann wollte ich schön eine knallige Farbe haben halt. Ja, dann ein bisschen farbige Akzente setzen. Genau. Schön sagt. Gehen wir erst hoch. Ja, Besprechungszimmer ist nichts Besonderes. Gucke ich aber noch mal kurz rein. Und dann kann man hier hochgehen und kommt noch mal in so eine kleine Kantine oder Restaurant praktisch. Und da kann man dann auch runterschauen, auch runterspringen. Hier ist nichts vor. Also haben wir gestern festgestellt. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier Glas gesetzt, aber habe ich halt nicht. Naja, falls dem Krankenhaus die Patienten ausgehen, ja. Dann wird immer gesagt zu den Besuchern, setzen Sie sich doch mal oben hin oder gucken Sie von ja. oben runter und dann gibt es einen Gehen Sie mal näher Schubs. Ran. Das sehen dann gibt es einen Schubs und dann schwupp. Genau. Ja. Oh, wir haben wieder einen Patienten. Sehr schön. Genau. Ja, hier ist Bereich, wo man sich halt Essen nehmen kann. Das ist ja Buffet praktisch. Sehr nobel, finde ich. Ja. Ja, und hier ist nochmal eine kleine Küche. Oh, habe ich vorhin noch schnell so hingefuscht. Ja, ja, aber. Ja, oh, reicht. Ja, ist halt so eine Großküche. Genau. Ja. Da geht es nicht um Schönheit. Nee. Hauptsache, das Essen schmeckt, sage ich immer, ne? Genau. Es ist noch warm, wenn es auf den Teller kommt. Das ist yep. Ja, das war's hier oben. Und jetzt müssten wir eigentlich nochmal zurückgehen. Da habe ich nämlich noch was vergessen. Ja, ich würde sagen, fehlt da noch was. Genau. Da kann sich Masmisan wieder dann kaputt lachen. Nein, ich beherrsche mich bestimmt. Okay. Ich benehme mich auch. Ja, ja. Mal gucken. Ja, hier ist nochmal ein kleiner Wartebereich. Auch diesmal sogar mit Kaffee. Und hier ist der Entbindungssaal oder das Entbindungszimmer. Also hier kann man dann sein Baby auf die Welt bringen. Und das fanden Masmisaim und Tizia sehr lustig. Hier ist noch eine Badewanne, kann man Wassergeburt machen, wenn man möchte. Oder einfach baden Moment, gehen. Moment, darüber habe ich mich nicht lustig gemacht. Nee, er hat sich gefragt, was das hier ist. Und ich habe gesagt, er hat gefragt, ob Schwangere an Stangen tanzen. Und ich habe gesagt, nee, das ist ein Seil, da kann man sich dranhängen. Und das fand er ganz lustig. Ja, ein paar Massagebälle noch und schönes großes Bett. Ja. Und hier haben wir dann Windeln und Jäckchen und alles, was man so braucht. Genau. Hab da ich auch kann man dann die Kinder erstmal ablegen, so. Ist genau. So sechs Stück. Ja, natürlich. Ja, Sechslinge gibt's auch, oder? Ja. Allerdings glaube ich, häufiger. Die sehen ja eh alle gleich aus. Ja, allerdings muss man dann, glaube ich, eher eine Etage tiefer in den OP gehen, wenn man Sechslinge bekommt. Ja, wahrscheinlich. Das glaube ich nicht auf natürlichen Wege möglich. Genau. Also zumindest nicht beim Menschen. Naja, auf jeden Fall brauchen die Kinder ja höchstwahrscheinlich dann vernünftige Weiterbehandlung praktisch. Ja, das, wenn ich in die Tür durchkommen würde. Das war's hier im Krankenhaus eigentlich. Ich glaube, jetzt habe ich alles gezeigt, ne? Ich glaube, der Nasenbeinbruch wird ja am häufigsten behandelt. Ja, da ist was dran. Ja, können wir noch mal ein bisschen drumherum fliegen? Ja, unbedingt. Ja, also du solltest drumherum fliegen, du nimmst da auf. Ja, außen genau. Sehr schön aus und auch schöne Lage da am See noch gelegen. Und ein bisschen elitär, ne? Also schon so wahrscheinlich das, privat. Es sieht nicht so sehr nach Krankenhaus aus, ne? Also hier sind die Operationsräume drin praktisch, wo ich mich jetzt befinde, in diesem Rondell. Hier mal zur Erklärung. Oh, fliege ich dir jetzt vorm Gesicht rum? Ich nein. Nicht extra weiter wegfliegen? Nein, nein. Nicht so. Alles okay, alles okay. Datsche. Sag ich nur. Notfälle. Ja, das war's. Und ich glaube, wir können die Aufnahme eigentlich auch beenden, ne?
Ja, dann enden wir sie doch da, wo wir sie begonnen haben. Richtig, Ja. denn. Ja, beim Krankenwagen, wo schon der nächste Patient hier Oh, Ja, das geht ja floriert. Das hier, aber ist, naja. rucki-zucki, Mensch. Ja, schon wieder hier, guck Wir mal. sollten, glaube ich, Ja. wirklich mal ein paar Ampeln hier einbauen auf dem Server. Obwohl, wir haben ja ein paar. Vielleicht sollten wir Ja. noch welche Ja. dazu bauen. Wir haben aber noch kein Kraftwerk oder Elektrizitätswerk, oder? Oder? Doch. Doch. Na, dann Haben müssen wir mal wir? schauen. Vielleicht müssen wir das in der nächsten Folge mal zeigen. Denn eventuell gehen ja die Ampeln nicht, ne? Oder Genau. stehen alle auf Rot. Müssen wir Ja, mal prüfen. das fehlt dann Ja. vielleicht noch Leute, die hier Wartungsarbeiten machen. Ja, schauen wir Genau. mal. Wir sind auf jeden Fall noch nicht durch hier in der Auf modernen jeden noch Stadt. lange nicht, Nein, noch lange lange noch nicht. Urkunde. Ja. Ja. Gut, dann sage ich Tschüss, schönen Dank, dass ihr beide dabei wart. Verabschiede mich von den Zuschauern. Bye Ja. bye, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.